Hallo. Wir sind spazieren, wie ihr sehen könnt. Es ist Sonntag und wir wollten uns einfach nur mal melden, dass es uns gut geht, hat der Bernd heute gesagt. Ja, wie lange hast du kein Video mehr hochgeladen? Ich sage, oh, bestimmt 4-5 Tage. Und ja, hat er gesagt, wird mal wieder Zeit. Deswegen gibt es ein Spaziergangsvideo. Wir wollten gleich zum Trödelmarkt gehen. Warte. Kann er gleich testen. Ja, Smurfy wird gerne hier drauf rennen. Aber nicht zum Zaun. Und hier der Zaun, nee, der ist ja so elektrisch geladen. Das steht auch überall dran. Achtung, Elektrozaun, Hunde anleihen. Und das erste Mal, als ich war mit dem Smurfy, hier steht das. Ja, dann habe ich natürlich die ganze Zeit ihn abgehalten, dahin zu gehen. Und er wollte aber unbedingt dahin, weil diese Schafe so mega toll riechen. Und ja, nach Ziege riechen hier so viele Lämpchen. Und er wollte unbedingt dahin, jedenfalls ja, eine Sekunde nicht aufgepasst. Und er, oh, oh, oh. Und seitdem hat er wirklich Respekt vor dem Zaun. Weil das ist hier so ein Park. Und ich weiß nicht, einmal in der Woche oder so wird dieser mobile Zaun woanders hingemacht. Und dann sind die Schafe woanders hier in diesem Park. Dann grasen die das alles ab und dann, ja, in einer Woche kriegen sie ein anderes Land. So, was ist zu erzählen? Es geht mir super. Ich habe immer noch das hier, seit 4 Wochen mittlerweile. Es geht nicht weg. Der Murmel geht es auch gut. Murmeli, Murmeli. Und ich habe heute Morgen erfahren, ich habe ein 1/2 Kilo abgenommen in der letzten Woche. Ich bin jetzt in der 12. Schwangerschaftswoche und habe insgesamt 3 Kilo habe ich jetzt zugenommen. Ne? 11 plus, ja. Laut Arzt, also laut Ultraschall bin ich jetzt 11 plus 3. Ja. Und dann ging es. Ja, Haselnussbaum. Können wir bald ernten. Mini Haselnüsse. Also mir ging es mit der Übelkeit schon richtig, richtig gut. Und auch die Müdigkeit war sehr viel besser, so für 3-4 Tage, dass ich so dachte, oh geil, schon vor der 13. Woche, dass das Ende ist, aufhört. Aber jetzt so seit gestern oder vorgestern fing es wieder an, dass ich, ja, mir ist richtig kotzübel zwischendurch. Und die Müdigkeit, wir haben gerade, wir sind aufgestanden, sind spazieren gegangen, haben gefrühstückt und dann haben wir erstmal noch mal 1,5 Stunden geschlafen. Ja, ne? Noch mehr müde hinterher als vorher. Ja, das stimmt. Ja, und mir geht es dann richtig gut, wenn ich dann wach werde. So. Und, achso, Bernd hatte Geburtstag. Yay, mal wieder. Ihr könnt gerne raten, wie alt er geworden ist, wenn ihr möchtet. Lieber nicht. Ja, wir haben gefeiert. Zweimal, gib her, ich nehme ihn. Ja, wir haben zweimal gefeiert, das ist so spontan entstanden. So alt muss man doppelt feiern. Ja, reicht einmal nicht mehr. Es waren eigentlich immer nur Familie da. Ja, gestern waren auch ein paar Freunde da. Ja. Was hat er denn jetzt? Ich habe heute auch so komische Geräusche, weil du den komischen Dings da gegessen hast. Als ich den Joghurt gegessen habe, ne? Ja. Ich dachte, der verändert gerade qualvoll, aber das ist ein Rülpser, aber aufwachen. Ja. Lass uns eigentlich mal dein Häuschen weg. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Erstmal mit deinem Geburtstag. Das ist geil, wir haben Poolparty gemacht, hat es ja voll angeboten mit dem Wetter, die Kinder. Die Kinder hatten auch Spaß, die hatten eins von dreien. Ja, Calvino hatte Spaß, die anderen nicht so, weil Angst vorm Hund. Also der will ja halt dahin und schnuppern und so und das war ein bisschen. Hat auch selber geschnuppert und geschleckt, die ist gesichert. Ja, die haben dann natürlich gequietscht, die kleinen Mädchen, und sind gerannt und gequietscht und dann ja einen Moment nicht aufgepasst, Murphy hinterher drauf. Die Mädchen, also das kleine Mädchen lag halt auf dem Boden und Murphy hat das durch. Voller Liebe. Ja, voller Liebe. Also der hat richtig so Schwanz wedeln und ja, yeah, jetzt habe ich das Mädchen, kann's ablecken, komm her. Ja, das war dann nicht förderlich für das Verhältnis zwischen den beiden. So, und dann, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben nächste Woche 2 Termine bei Geburtshäusern. Eins ist nicht, am Kinn. Nicht nur am Kinn. Überall, überall. Gerader Linie weiter nach unten hat er auch Mückenstiche. Bernd ist ganz voll mit Mückenstiche. Ich habe keinen einzigen. Ich habe keinen Mückenstich. Hm? Ich
bin quasi ein Mückengift. Ich zu 40% aus Mückengift. Ja, Geburtshäuser hatte ich euch erzählt. Ein paar haben noch Plätze frei im Januar zum Gebären. Und dann hatten wir halt Termine vereinbart. Und dann war die große Frage mit der Erstaufnahme. Da muss man ja seine Krankenkarte abgeben oder sollte man und so. Aber das kann man ja nur einmal abrechnen. Ich bin so ein bisschen kurzatmig. Ja, mit der Abrechnung. Die Krankenkasse hat gesagt, wir sollen die Versichertenkarte erst da abgeben, wo wir halt auch wirklich dann bleiben möchten, die Vorsorge machen, Entbindung machen. Kannst du mal kurz einmal eine Katzpause machen? Mit diesem Öl. Nein, nicht so rum, das war nicht mit der Linken. Mit der Rechts. Oh, nicht mit der Linken. Und mal da, wo das Ding ist. Welches Ding? Das ist runter. Wirbelsäule links daneben, hoch und runter. Hacken weiter rechts. Oh. Fester. Fester. Wie war das? Oh, ja, da. Oh. Jetzt hast du den aktiviert, den Mückenstich. Ja, und dann war das halt mit diesen, dann habe ich da halt die Geburtshäuser drauf angesprochen. Puh! Der Leine fast die Füße weggezogen. Und so ein Erstgespräch, weil die dann halt alle fragen, wie welche Schwangerschaftswoche, wie viele Kinder, wie war die Geburt und sowas alles, kostet das dann wohl 70 Euro. Ich glaube, ich werde mehr Fragen können als die. Ja. Denn ich werde so satt sein, weil ich so viele Fragen habe. Ja, es sind jetzt jedenfalls nur noch zwei Geburtshäuser übrig. Das eine hat mich nicht genommen, in Anführungsstrichen, die hat mich schon genommen. Die haben halt nur gesagt, die sind eine Stunde entfernt. Da es das zweite Kind ist, könnte es sein, ja, dass ich es nicht schaffe bis zum Geburtshaus. Und da habe ich gesagt, meinen Sie ernst, dass die Wehen einsetzen und dann innerhalb von einer Stunde das Kind auf den Weg kommt. Die Nacht, aber dann auch zu weit. Ja, ich lasse mich doch ausreden. Ich dachte, wir machen schon das Video. Ja, du bist gar nicht im Bild. Doch, ich weiß nicht, wie ich eigentlich aussehe. Jedenfalls war das der erste Punkt, aber das müsste ich halt wissen, ob ich dann trotzdem dahin möchte. Und der zweite Punkt war, dass die Nachsorge, da müsste ich eine feste Hebamme haben, die jeden Tag zu mir kommt, weil die ein Jahr nach 3 Stunden rauslassen aus dem Geburtshaus da. Und da habe ich gesagt, wir haben hier im Krankenhaus halt eine offene Hebammensprechstunde, da kann ich hingehen. Und da haben die gesagt, nee, da muss eine zu mir kommen, eine feste. Und ich hatte keine Lust, noch 100 Hebammen anzurufen. Weil das ist voll so, ich habe so viele Geburtshäuser angerufen und mit so vielen Hebammen gesprochen, da habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich gesagt, dann ist egal. Das andere Geburtshaus hatten wir einen Termin für heute eigentlich zur Besichtigung. Die hat dann aber abgesagt, weil sie schon noch eine werdende Mama reingekriegt hat und somit voll ist für den Januar. Jetzt sind noch 2 über. Eins ist wieder eine Stunde weit weg und eins ist so 20 Minuten, eine halbe Stunde weg. Die gucken wir uns nächste Woche an. Ja, das war dazu. Er hat ein Zeckennest gefunden. Das Murphy hat jetzt fast, ja, jeden Morgen fast, ne? Zweimal, 2 Zecken. Und für mich ist das jeden Morgen, hat er Zecken, die so rumlaufen auf dem Fell. Und der Bernd nimmt die dann sofort weg. Todesmutig. Ja, und bis jetzt hat sich noch keine festgebissen. Wir haben die immer vorher gesehen. Ja, ich finde die ja total widerlich. Widerlichst. So. Gut. Ansonsten, wie geht's dir denn als werdender Vater mit Mutter? Die Mutter, ja, ist gerade in Tränen ausgebrochen. Ja. Ah. Wie immer. Mein armer Mann. Ich verstehe alles. Du überstehst alles. Todesmutig. Wir haben ja so einen sehr speziellen Humor, normalerweise, beide. Aber heute, also ich bin halt so ein bisschen nah am Wasser gebaut und so, und dann hat Bernd einen Spaß gemacht. Und ich weiß, das ist nicht böse gemeint, aber ja, ich bin halt in Tränen ausgebrochen. Ja, alles gut.
hat so eine Minute gedauert. Dann hat er mich wieder getröstet. Und alles gut. Ich glaube, es ist sehr windig, man hört uns gar nicht. Ja. Und gleich legen wir uns übrigens wieder auf die Couch, wenn wir wieder zu Hause sind. Wieder Schläfchen machen. Ja, nächste Woche ist ja die 12. Woche dann vorbei und theoretisch ist dann die 13. Theoretisch müsste es mir dann besser gehen. Ich hoffe. I hope so. Ja, gut, meine Lieben. Dann beende ich das Video jetzt hier. Ihr wisst, es geht uns gut, alles ist super. Ich habe im Moment irgendwie einfach nicht so die Lust zu vloggen. Keine Ahnung, kann ich gar nicht erklären. Ja, nee, auch nicht auf Essen. Wenn mir übel ist, dann esse ich ja auch noch nicht mal. Der Bernd hat so lecker Essen gemacht für seinen Geburtstag gestern. Der hat Kartoffelsalat mit, wie war das, mit Gyros-Kartoffelsalat. Ja, dann Kräuterbutter hat er gemacht, gefüllte Antipasti, so Bohnensalat aus flachem Boden. Erzähl weiter. Ich unterstütze dich. Du redest mir nur dazwischen, dann erzähl. Sprich. Nee. Da, sprich. Da ist der Hund. Peperoni gefüllt selber mit so einer Paste. Ich hatte Naanbrot gemacht und es gab Salat aus unserem Garten. Hast du aber auch selbst gemacht. Und wir hatten auch zwei Grills. Einmal für uns mit gegrilltem Gemüse und unsere veganen Würstchen. Einen alten, der am Straßenrand lag, für Kadaver. Und einen für die Fleischesser. Also es gab auch Fleisch für die Fleischesser. Und ja, ich habe nur Salat und Brot gegessen, weil mir so ekelig war. Komisch. Kein Wunder, dass ich abnehme. Und ich glaube sogar manchmal, dass ich das schon fühle, das Baby. Wenn ich mich so bücke, dann ist da drin so ganz, so tickel, 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 tickel. Voll süß, aber nur manchmal, aber fast jeden Tag. Bitte? Nein, das will nicht raus. Ich will nur sagen, hallo Mutti. Ibims. Ja, okay. Also ich verabschiede mich jetzt. Unsere Runde ist gleich beendet und wir gehen auf den Trödelmarkt. Ein bisschen bummeln mit Maske wahrscheinlich. Aber es nutzt ja nichts. Und es könnte ja auch sein, dass wir wieder hier Lockdown kriegen. Wegen NRW. So jetzt Risikogebiet. Lassen wir uns überraschen. Ja gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Bernd sagt tschüss zu deinen Fans. Woher hier? Der sitzt bei dir, ne? Mach die Welle. Hast Antwort bekommen. Happy unterhält sich mit deinen Freunden. Wie süß die kauen da.